Elfi-Musikerin tauft Elfi Fähre. Klarinistin Laura Jäger übernahm die feierliche Einweihung des Schiffes, das zukünftig für den Transport zu ihrer Arbeitsstätte zuständig ist. Die Fähre heißt wie ihr Ziel. Acht Monate dauerte der Bau der Fähre auf der Pelasitas-Werft, Kostenpunkt 3,3 Millionen Euro. Ab Juni können bis zu 400 Personen pro Fahrt über die Elbe schippern.